So, ich wollte euch jetzt gerade mal zeigen, wie ich die Leinwand vorbereite, bevor ich anfange mit Malen oder Puren. Ich brauche eine Schere. Ich klebe zuerst hier hinten die Leinwand ab, dass sie nicht völlig verschmiert. Weil ihr wisst ja, wenn man am Leinwand bewege ist, hat man immer ja die Farbe an den Fingern. Und dass die Rückseite jetzt nicht total verschmiert ist, klebe ich so Malerkrepp hinten drauf. Ein bisschen andrücke, dass die Farbe nicht so arg dahinter läuft, hinter das Malerkrepp. Ich mache die andere Seite nachher, aber ich zeige euch jetzt, wie ich die Becher an den Rahmen bekomme. Ich habe jetzt hier vier neue Becher. Dann nehme ich so eine Schere, das ist meine kleine Schneiderschere, und steche hier in die Mitte ein Loch rein. Geht ganz gut. Könnt ihr auch ein anderes Gerät nehmen, muss halt scharf genug sein. Aber aus dem Grund, weil sonst die Becher, wenn ihr so drücken müsst, nachher total verbogen sind. So. Müsst natürlich vier gleich große Becher nehmen, das ist klar. So, jetzt habe ich in jedem Becher ein Loch. Dann habe ich hier eine Pinzette, die ist jetzt natürlich schön lang. Es geht vielleicht auch mit einer kürzeren, ich zeige es euch gleich. Dann habe ich hier Reißnägel. Ich nehme jetzt den Reißnagel so in die Pinzette, stecke den Reißnagel hier durchs Loch. Das ist natürlich ein bisschen diffizil, aber es geht. So, jetzt ist er drin. Kommt hier unten raus. Dann nehme ich die Rückseite vom Hammer, platziere den Becher da, wo ich ihn haben will, fixiere den Reißnagel von oben und mache den Reißnagel fest. So, jetzt habt ihr einen schönen festen Becher hier unten drunter. Das mache ich da jetzt genauso. Ich muss aber erst abkleben. Nehme die Pinzette und den Reißnagel, stecke den hier durchs Loch, so. Platziere den Becher, fixiere den Reißnagel mit dem Hammerstiel und dann drücke ich den Reißnagel rein. So. Und so mache ich jetzt das nachher bei den anderen beiden auch. Also bei mir läuft immer ein bisschen Farbe trotzdem hinter den Klebestreifen. Das kann man scheinbar nicht ganz verhindern, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ist halt nur, dass nicht der ganze Rahmen hinter so verschmiert ist. Okay, ich mache das jetzt soweit fertig und dann macht man ein Bild. So, ich habe jetzt alle vier Becher dran. Ich habe hier einen 60x60 Rahmen und habe hier 2, 4, 6, 8, 9 Becher mit Farben. Mit jeweils zwischen 100 und 150 Milliliter Farben. Und das müsste eigentlich reichen.
Hier weiß für den Hintergrund, die ist jetzt noch dünner, damit die Farbe, die ich dann nachher ausgieße, da schön drüber gleiten kann. Ich habe hier so ein Stück Pappe, mit dem verteile ich diese Weiß hier. Einigermaßen gleichmäßig. Machen wir die Luft raus. Die Seite auch etwas mit Weiß bestreiche, damit die Farbe nachher über die Kante kommt. Das machen wir auch an der Seite. So, ich denke, ich gieße alles in der Mitte aus auf einen Punkt. Und los geht's. Ich hoffe, ich habe keine Klumpen drin. So, und dann wieder die Luft rauslassen, die entsteht halt durchs Gießen. Und dann wollen wir das Baby mal bewegen. Thank you.
Das ist jetzt natürlich viel einfacher, wenn die Becher angepinnt sind. Dann kann man nämlich das Bild schön drehen und muss nicht aufpassen, dass alle vier Ecke schön auf den Bechern sitzen, die man da irgendwo hingestellt hat. Außerdem können die umfallen. Und dann, wenn ihr niemand habt, der euch hilft, dann wird's blöd. Wenn ihr Klumpen im Bild habt, die verändern, wenn ihr das Bild bewegt, nachher das ganze Bild, weil die Farbe ja drumherum läuft. Deswegen solltet ihr, oh, das war ein Riesenklumpen, solltet ihr die Dinger rausholen am besten. Oder wenn sie am Rand sind, kann man sie auch mit so einem Schaschlikspieß rauskicken. Ihr seht, hier gibt es kleine Zellen überall. Ich habe jetzt kein Silikon drin. Gehen wir mal in diese Ecke da, schön langsam. So ein Ding. Ihr seht, ich habe hier die Ecke sind noch weiß. Also ich habe mir das abgewöhnt, unbedingt die Ecke mit Farbe überlaufen zu lassen. Weil damit habe ich schon so oft Bilder ruiniert, weil
man kann ja die Farbe nicht nur ins Eck laufen lassen, sondern die läuft halt so wirklich über das ganze breite Eck. Und dann verliert man so viel an Bild, nur damit die Ecke nicht weiß ist. Also das habe ich mir abgewöhnt. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn die Ecke weiß sind. Man kann sie ja im Nachhinein noch irgendwie anmalen, aber es ist einfach schade. Da stockt es jetzt, da helfe ich ein bisschen nach. Föhne ich noch mal drüber. Ich drehe es euch mal um. Ich werde jetzt die Ecke noch ein bisschen nachbeißeln und dann stelle ich es weg zum Trocknen. Vielen Dank fürs Zuschauen.